Gepasser, Leute! Herzlich willkommen zu Iron Mike Bodybuilding. Und wir hatten gerade einen anstrengenden Tag. Drei Drehs, zwei Shootings quasi. Und jetzt, wir haben vorhin gesagt, beziehungsweise ich in einer Story, ihr könnt uns Fragen stellen. Und ich habe einige Fragen sogar als Messages bekommen, weil sie den Leuten zu lang waren. Und ich habe gesagt, wir werden die jetzt beantworten für euch in einem YouTube-Video. Ich habe bei mir hier Big Boy Salva. Hi. Ein NAC Bodybuilder, ein sehr erfahrener Mensch, der euch definitiv auch einiges beantworten kann. Mich kennt ihr. Das ist Max Kleinwächter, Mr. Beine, Mr. Bizeps, Mr. Powerlifting Nachwuchs Deutschlands. Auf jeden Fall auch sehr fit in allem. Und dann haben wir noch den Kevin Bartschlieber. Er ist, glaube ich, mittlerweile mit allen Wassern gewaschen und ist auch ein Bodybuilder, auch ein Wettkampf-Bodybuilder. Ihr habt uns Fragen gestellt in der Instagram-Story und ich werde jetzt mal schauen, was wir so haben. Und dann schauen wir mal, zu wem die Frage so passt. Viel Spaß dabei. Jetzt einfach an. Ich fange mit ein paar Fragen an. Die erste ist doch gar nicht schlecht, so mal in die Runde gefragt. Ab wann ist jemand für uns nicht mehr natural? Wo ist die Grenze? Wo geht's los? Ab wann bist du, okay, die ganze Kreatinscheiße lassen wir jetzt mal weg. Ab wann ist jemand nicht mehr natural? Salva. Ab dem Zeitpunkt, wo man Steroide zu sich nimmt. Definiere Steroid. Leistungssteigernde Mittel, die nicht legal sind. Aspirin? Aspirin ist ja legal. Ist legal. Ich würde sagen, alles, was die Grenze überschreitet, wo ich sagen müsste, ich müsste es mir vom Schwarzmarkt oder illegal besorgen. Was sagt Max? Im Grunde genommen verwendest du leistungssteigernde Substanzen dann, wenn du Mittel oder Methoden verwendest, die im Grunde genommen deine Leistung steigern und auf einer Antidoping-Liste stehen. Genau, also theoretisch müssten wir uns nach dem Gesetz richten, und wenn es auf der Antidoping-Liste steht, oder was sagst du? Alles Rezeptpflichtige aus der Apotheke. Es sind Arzneimittel. Ja. Um ehrlich zu sein, sind Arzneimittel. Das heißt, alles, was rezeptpflichtig ist, ist eigentlich ein Steroid. Ja. Können wir uns darauf einigen? Ja. Das ist ein Doping. Fällt irgendjemand eine richtige Grauzone ein auf Anhieb? Grauzone? Und man sagt, was auf Steroid, dann sagt der andere aber nein. Also mittlerweile sind da echt alle Wirkstoffgruppen mit inbehalten. Leute, und Sams sind auch Steroide. Ja, ich habe mir das Gesetz mal angeschaut und hast da mittlerweile, ich weiß nicht, 60 Stoffe oder sowas. Und halt auch noch die Wirkstoffgruppen. Früher war es so, dass du Wirkstoffgruppen nicht drin hattest, sodass man verschiedene Esserungen oder Methylgruppen da dran verändern konnte und halt einen ganzen Wirkstoff daraus, daraus hatte. Ist jemand nicht mehr netti, wenn er Ephedrin nimmt? Ephedrin nicht mehr netti, ja oder nein? Also ist er netti? Also meiner Meinung nach. Ephedrin netti? Bist du dann. Bist du dann netti? Ich sollte netti. Ich sag auch noch netti, weil du willst keine Hormone zu dir. Ich denke, man sollte auch noch mal zwischen Hormonen und Stimulanz. Aber ist dann Blutdoping auch netti? EPO? Nein. Ist auch ein Hormon. EPO ist auch ein Hormon. Ah. EPO ist ein Hormon. Ja. Aber wenn D-Bol nicht mehr netti ist, dann ist auch Efi nicht mehr netti, weil du hast auch Kraftsteiger. Du musst es dir erstmal besorgen. Entweder über einen Arzt oder wieder die Schwarzmarktquelle. Und wir haben auf jeden Fall eine Leistungssteigerung, um keine Ahnung, wenn du jetzt über meinem Bankdrücken bist, um nochmal 5-10%. Das ist für mich wieder ein Doping. Wirst du, auf jeden Fall. Wirst du beim GNBF disqualifiziert, wenn du auf Efi positiv bist? Ja. Also alles, was rezeptpflichtig ist und was auf einer Antidoping-Liste steht. Ja, dann ist es okay. Doping. Ja. Das ist unsere Antwort. Ich werde gefragt, wann hast du einen Wettkampf? Schöne Grüße aus dem Wedding. Steht noch keiner fest, liebe Grüße zurück aus dem Wedding, in Wedding, obwohl jetzt in den reinigen Dorf. Ich weiß noch nicht wann. Was tun, wenn man erfolgreich abgenommen hat und der Bauch hängt? Wer möchte? Erfolgreich abgenommen, der Bauch hängt noch. Möchte einer einen Tipp geben? Ja, ich denke, dass das mit schlechtem Bindegewebe zusammenhängt. Und ich glaube, wenn der Körperfettanteil wirklich extrem niedrig ist und du schon Streifen deiner Muskulatur siehst, du allerdings merkst, dass er immer noch hautüberschüssig ist, dann kann man einige Zeit warten darauf, dass sich das Gewebe wieder zurückbildet. Dann sollte das aber nach 1-2 Jahren immer noch nicht der Fall sein. Wird sehr wahrscheinlich nichts anderes helfen, außer Bei manchen Leuten ist es halt so, dass wenn sie zu schnell abnehmen, vor allem wenn dir irgendeiner erzählt, hey, mach mal ab jetzt Low Carb und 1000 oder 2000 Kalorien Defizit,
dann nimmst du in 6 Monaten 30 Kilo ab, dann hängt die Haut und dann fängst du wieder an zu essen, das kennen wir ja alle, und dann bist du wieder da, wo du warst. Das Problem ist wirklich, dann kommt die Haut nicht mit. Bindegewebeveranlagung kann super sein und du hast Glück. In der Regel, zu mir sind 1-2 Leute aktuell auch im Coaching gekommen, die das haben. Ich würde das Fett eliminieren und dann ganz langsam Muskeln aufbauen und das Bindegewebe wieder mitzuschlafen. Deswegen immer mit einem langsamen Defizit beginnen. Richtig. Also eigentlich kommt es von, wenn das wirklich der Fall ist, dann hast du vielleicht irgendein 10-Wochen-Programm gemacht. Jetzt hätte ich schon wieder gegen 10-Wochen-Programme. Aber es ist halt so, du hast irgendeine Null-Diät gemacht, ein 10-Wochen-Programm. Mach sowas nicht, das ist nicht der richtige Weg. Dann hast du eben solche Probleme. Ich würde dir raten, Max hat recht, vielleicht liegt es an deinem Bindegewebe. Ich würde dir raten, bau Muskeln auf, ernähr dich gesund, trainier hart. Alle Muskeln, du musst jetzt nicht den Bauch zu Tode trainieren, sondern trainier alle Muskeln hart. Und dein Bindegewebe wird hoffentlich in den nächsten 1-2 Jahren wieder den Weg dahin finden. Slow in Muskeln. Genau, cool. Ist ja kein Sprint. Das brauchst du ja nicht sagen. Musste der Sushi-Laden jetzt Konkurs anmelden, wo ihr ja alle da war? tatsächlich, liebe Grüße an Yakulsa Sushi. Die waren unfassbar nett zu uns. Unfassbar nett, haben uns extra Tellerchen hingestellt, haben ein paar Getränke waren sogar aufs Haus. Also wir möchten uns alle im Namen von allen Bodybuildern und von Mixo bedanken. Sehr cooler Laden. Sorry, jetzt muss ich ein bisschen gegen Sushi Circle reden. Die haben uns einfach nicht erlaubt zu drehen. Für sie hat das nichts mit Essen zu tun. Darauf ich. Ey, aber wir essen wirklich so viel. Egal. Was soll's. Okay. Dann. Ist Mastiff in der Diät auch als Mahlzeitersatz geeignet? Ist der Mastiff in einer Diät auch als Mahlzeitersatz geeignet? Kalorien bleiben, Kalorien. Kalorien bleiben, nicht die auffüllen. Das ist auch eine sehr interessante Frage, weil der Mastiff sind doch nur kleine Kalorien. Und selbst wenn ein bisschen Zucker drin wäre, gut, wir wollen ja Insulinsensitivität, dieses, jenes und so weiter. Das sind 418 kleine Kalorien auf 100 Gramm. Das Problem in der Diät, das ich sehe, ist, trink sie. Und ein Drittel oder ein Viertel deines Tagesbedarfs ist futsch. Ja, satt bist du wie lange nach dem Mastiff? Ja. Eine Minute? Minute. Sobald du es trinkst und keine vollwertige Mahlzeit hast, die du kaust, die du dann einfach wie eine Mahlzeit halt isst, dann hast du kein Sättigungsgefühl. Ganz kurz, Janimon, magst du kurz ins Video kommen? Ganz kurz, Janimon hat gerade Gesamtsieg auf der Meisterschaft gemacht. Nix so erzählt. Alles klar. Janimon, auch der nächste Big Son Athlet hier gerade. Ist der Mastiff in der Diät als Mahlzeitersatz geeignet? Ja, sind halt auch Kohlenhydrate komplex. Man muss halt gucken, wenn man viele Carbs rum hat, würde ich es halt eher aufs Training verteilen. Aber den Mastiff kann man auch Pre-Workout nehmen. Also genau. Ich würde es halt, wenn dann, aber auch nur als Meal-Ersatzprodukt benutzen und nicht irgendwie als Basis oder so. Genau. Was ist der größte Nachteil? Angenommen, du hast noch 1,8 an Kalorien, trinkst morgens den Mastiff. Was macht der Rest vom Tag? Ja, du hast halt gar keine Carbs mehr und ich finde es halt wichtig, dass man die Kohlenhydrate ums Training hat, einfach auch wegen Insulin und Pipapo. Und genau, dann werden die auch wegen Insulinsensitivität, die durchs Training halt gesteigert wird, auch besser aufgenommen. Sehr schön. Und du bist doch von echt ein bisschen mehr satt als von... Ja, es ist halt auch der seelische Faktor. Deswegen in der Diät ist viel grünes Gemüse, ist viel buntes Gemüse, ist... Volumen, ja. Wirklich keine kaloriendichten Lebensmittel, bleib gesund. In der Regel bist du dann automatisch mit mehr Volumen bedient. Ist viel grünes Gemüse, damit kannst du den Teller immer voll machen. Der Mastiff ist eine geile Nummer. Wir alle nutzen ihn wann, wenn überhaupt. Wenn wir unsere 4.000, 5.000 Kalorien vollkriegen wollen und zwischendurch einfach gemütlich nochmal 500 Kalorien sneaken wollen. Dafür ist der Mastiff einfach geil. Ich habe jetzt hier die schwerste Frage von allen. Unser ganzes wissenschaftliches Geschick ist gefragt. Ich als angehender Ernährungswissenschaftler werde jetzt sehr nachdenken müssen. Jetzt kommt's. Warum gibt es schwarze Kühe, aber keine schwarze Milch? Wow. Der ist hart. Es gibt ja auch bei schwarze Kühe, Menschen und auch schwarze Milch. Ja, also ich glaube, das ist die kompetenteste Antwort, die wir heute bekommen. Mir fällt auch keine bessere. Die war gut, mir fällt ja, gepunktet ist sie ja auch nicht, also das ist ja alles in Ordnung. Welche Literatur könnt ihr empfehlen zum Thema Aufbau? Ich hab's nicht verstanden. Welche Literatur zum Thema Aufbau? Hat jemand geile Bücher? Schwarzes Buch. Wie heißt es nochmal? Hast du letztens sogar noch in deinem YouTube-Video gesagt, Kraft und Ernährungsstrategien? Nee, Ernährungsstrategien im Kraftsport. Ernährungsstrategien im Kraftsport und Bodybuilding von genau, Dr. Christian Kohl. Genau, mega. Das Buch hat mich brutal geprägt. Damit habe ich damals schon jeden Trainer, jeden A-Lizenz-Trainer in die Tasche geschickt. Ja. Also kriegst du bis von Novagenics. Ernährungsstrategien im Kraftsport und Bodybuilding heißt es. Da ist so ein Oberkörper, so ein Adriger vorne drauf. Aber so ein breiter.
Und der nimmt eigentlich, der Typ ist Doktor, Sportwissenschaftler, selber Kraftsportler. Der erklärt dir von ganz Anfang an alles und nimmt mit der Zeit auch studienbasiert jedes Supplement auseinander, das es gibt. Und erklärt dir, was es bringt oder nicht. Kann ich empfehlen. Außerdem Werde ein geschmeidiger Leopard von Kelly Starrett. Das Buch überhaupt für Mobility, für Kelly Starrett ist der beste. Ja. Mobility, Squat-Technik, dieses, jenes. Starting Strength. Starting Strength würde ich auch noch empfehlen. Hat jetzt zwar nichts mit Ernährung zu tun, aber generell kann man jedem Athleten, genau, der anfängt zu trainieren, die drei Strengthen empfehlen. Die will natürlich als Powerlifter ein bisschen ausgedehnter machen, aber auch als Bodybuilder bist du davon immer profitieren und auch in der Offseason extrem schnell an Kraft und halt dann auch an Masse zu gewinnen. Okay, hast du noch was? Fragen? Nee, an ich Literatur. Ich habe das meiste über das Internet gemacht. Foren, auch Artikel oder auch manche einfach YouTube oder so von anderen Leuten. Und vor allem immer selber was ausprobieren. Das ist ganz wichtig. Richtig, ja. Immer probieren. Literatur ist Körper am besten. Ja, hat er recht. Literatur ist ja die Basis. Aber es gibt eben auch Sachen, die stehen in keiner Literatur. Jeder ist individuell. Richtig, jeder ist individuell. Und vor allem individueller kann ein Sport gar nicht sein als der hier. Wir sehen es auch in Kevin Bartsch lieber. Wir sehen es an einem Max Kleinwächter, der eigentlich nur sein Powerlifting-Training macht und explodiert vor Muskulatur. Während andere Powerlifter, naja, wir wissen, wie sie aussehen. Und ja, es ist halt wirklich auch eine Genetikfrage, immer. Deswegen vergleicht euch auch bitte das Allerwichtigste. Erstens, wenn du natural bist, die Leute sagen zu mir, teilweise hatte ich neulich einen Kommentar, ich dachte echt, du bist natural, deswegen war ich so begeistert von dir. Okay, jetzt kommt's. Angenommen, ich bin natural. Wer sagt, dass du meine Form erreichen kannst? Nein, du wirst nie so aussehen wie ich, wenn ich natural bin. Denn deine Genetik setzt dir Grenzen. Vielleicht wirst du krasser aussehen, aber vielleicht auch absolut nicht gut. Wenn einer natural gut aussieht, hat er gutes genetisches Material. Das haben sehr, sehr wenige. Das bedeutet, theoretisch kannst du ihn auf Stoff eher einholen, weil da kannst du die Genetik ein Stück weit überlisten, wobei da Androgenrezeptoren natürlich auch eine Rolle spielen. Das heißt, wie viel davon kannst du wirklich nutzen, wie kannst du andocken lassen. Aber dieses typische, er ist natural, deswegen ist er mein Vorbild und ich glaube, ich kann so aussehen wie er, weil er natural ist, ist Quatsch. 90% der Menschen da draußen können nicht aussehen wie Paul Unterleitner. Punkt. Und schon gar nicht wie Simeon Panda, falls er natural ist. Das Thema lassen wir jetzt zu. Hat Max mittlerweile mehrere Big Zone Shirts oder muss er sie immer noch im Studio föhnen? Also wenn ich mal den Abend vorher kein Yoga gemacht habe, ja, dann sind die Shirts auch nicht ganz so durchgeschwitzt und ich muss sie nicht föhnen. Das bezieht sich darauf, dass bei unserem letzten Dreh wurde der Max morgens im Fit One Wedding aufgefunden, wie er ein kaltes Shirt geföhnt hat. Ja, die Yoga-Einheiten, ich sage ein bisschen anstrengend. Aber wollen nur ein warmes Shirt haben. Abnehmen und so wenig Muskeln wie und Kraft verlieren wie möglich. Jan Bologna, was? Was? Was hast du gesagt? Immer drei am Treffen. Vielleicht was. Veterinärmedizin. Veterinärmedizin. Also, das Problem ist, wenn du so. Trenn! Das Problem ist, wenn du sowas machst, wer möchte mal, ich quatsch schon die ganze Zeit, willst du was dazu sagen? Ich habe noch nie gehört, aber was man halt wichtig machen muss, ist, dass halt das Training nicht die Kraft nachlässt. Vor allem halt als Naturaler ist wichtig, dass du halt die Kraft hältst und das versuchst zu halten und die Proteine halt einfach hochhältst. Und dann muss man auch gucken, wenn man natural ist, darf man halt auch nicht zu hohes Defizit fahren. Man muss manchmal auch nochmal ein Carb-Cycling machen, nochmal ein bisschen dem Körper nochmal einen Boost geben, stoffwechseltechnisch. Weil sonst fährt das Ganze runter und man verbrennt halt einfach Muskulatur. Jetzt hier auf Stoff sieht es ein bisschen anders aus. Da kann man einfach mit Tren und T3 ein paar Sachen überlisten. Aber genau, so sieht es aus. Kraft behalten, hohes Protein und ab und zu mal ein Refeed machen. Ja, vor allem wenn du natural bist. Wenn du natural bist, sind diese Refeeds, diese Diet Breaks tatsächlich sehr wichtig. Ja. Wenn du gut im Zeitplan bist. Ich gebe mal was an dich weiter. Yes. Wenn ich jetzt dick bin und mit Fitness angefangen habe, sagen wir mal, in Zukunft abnehmen sollte, wird die Haut dann zum Beispiel im Bauchbereich hängen? Wenn ja, wie kann ich es verhindern? Einfach nicht diese riesen Defizite fahren. Ein langsames Defizit erstmal, also ich würde das als, so handhaben, ich würde mich wiegen, meine Kalorien tracken und das einfach mal 2 Wochen durchziehen. Einfach nur mal aufschreiben, was esse ich und dann würde ich gucken, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, 3000 Kalorien sind mein Bedarf und mein Sport, alles, dann nehme ich nicht ab, dann nehme ich nicht zu. Und dann würde ich einfach nur 100 Kalorien runtergehen und dann wieder eine Woche wiegen und gucken, wie lange ich damit abnehme. Und ganz kontinuierlich langsam abnehmen. Da
dann hängt auch nichts. Dann hat man auch kein Hungergefühl und nicht. Cardio mit einbauen und die einfach mal den Grundumsatz erhöhen und das langsam und kontinuierlich. Ja. Dann hat man am Ende viel mehr davon, wie sich da in 500 ist schon viel zu viel, 500er Defizit reinzufahren, weil dann hat man wieder Hunger, dann hängt die Haut, total sinnlos. Langsam und kontinuierlich. Genau. Und auch nicht vergessen, dass Muskulatur eben der effektivste Fettkiller ist. Ja. Mit einem ordentlichen Defizit killst du sie. Ja. Und so geht eben auch dein Umsatz Schritt für Schritt rückwärts. Das ist ein Teufelskreis. Hashtag 10 Wochen Programme. Ja. Ich rufe sie in die Gruppe hier. Reis oder Nudeln? Reis. Beides. Du musst dich entscheiden. Reis. Reis? Geht du auch Reis? Reis nimmt Soßen besser auf. Ich definitiv Reis. Ich vertrage sogar keine Nudeln. Toast. Ja, Toast ist auch cool. Toast ist zum Frühstück geil nach einem nüchternen Cardio oder was? Aber was ist Reis oder Nudeln? Entscheide dich. Ich würde sagen Nudeln. Okay. Reis aus dem einfachen Grund, weil es nicht aufbläht. Ne? Man hat durch den durch das Gluten, ob man es verträgt oder nicht, es bläht trotzdem den Bauch leicht auf. Das hat man beim Reis einfach nicht. Vorteil an Nudeln ist, sie sind viel hochkalorischer, deswegen natürlich auch in einem Aufbau ist eine geile Sache. Auch zum Laden sind sie natürlich geil. Der nächste Faktor ist, wie gut verträgt man Nudeln? Verträgst du Nudeln? Ich vertrage Nudeln gut. Ich finde auch, zu Nudeln kannst du halt auch leckere Soßen machen, so Reis. Das ist irgendwann so ein Limit, aber Nudeln kannst du Bolognese machen, dann hier so Pesto und alles so. Also jetzt auf Season. Deswegen würde ich schon mehr Nudeln nehmen. Tatsächlich aber nicht Vollkornnudeln, weil die Vollkornnudeln vertrage ich tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Also nur die hellen. Ja. Und dann würde ich sagen, Abwechslung. Nicht nur Nudeln, genau, nicht nur Reis. Genau, Proteinquellen sollte man abwechseln, alles. Also auch die Kohlenhydratquellen. Einfach auch mal zum Gucken. So manchmal vergisst man auch, boah, ich fand Toast gar nicht so schlecht, dann fällt einem das wieder ein. Ja. Und Proteinquellen würde ich sowieso nicht nur Hähnchen nehmen, sondern immer variieren. Nice. In die ganze Runde 250 Milligramm E Enanthat alle 5 Tage. Östrogenblocker, ja oder nein? Nein. Ja. Nein. Oh, jetzt. Es ist immer nach Blutbild zu entscheiden. Nicht nach ja oder nein. Ich würde aber auch fast sagen, ich kenne so gut wie niemanden, der die bei 250 braucht. Es gibt aber alles. Es gibt alles? Es gibt alles. Wollen wir uns darauf einigen? Erstens Blutbild, zweitens Nebenwirkung bedingt. Ja. Du merkst ja auch, wenn dein Östrogen schwankt, wenn deine Aromatase zu hoch ist, merkst du es. Ich finde, du musst nicht mal Nebenwirkungen haben, allein dass zu hohes Östrogen schon negative körperliche Auswirkungen haben kann. Weil natural, wenn du einen naturalen Testo-Wert hast, dann ist dein Östrogen auch optimalerweise eingestellt. Also du bist übergewichtig oder so. Sobald du halt drüber gehst, was du mit der Dosierung ja schon bist, geht es schon hoch. Du hast noch keine Nebenwirkungen, aber die negativen Auswirkungen auf halt Gemütszustand etc., das merkt man vielleicht auch nicht so stark, aber die sind da. Und deswegen würde ich halt fast immer gucken, was das Östrogen, was der Blutwert sagt, wie er schon meinte, und dann halt anpassen. Ja, generell würde ich aber auch immer, bei der Dosierung würde ich zum Beispiel eine halbe Tab alle 3 Tage trotzdem nehmen. 12,5? Ja. Nee, das sind halber Milligramm, das Arimidex. Achso, Arimidex, das meist Aromasin. Ja, oder Aromasin, genau, eine halbe Tab. Also, das bedeutet, man könnte jetzt vielleicht sogar sagen, was du wahrscheinlich meinst, ist auch, was ihr nicht vergessen dürft, wir haben den ganzen Alltag lang Östrogen ohne Ende Einfluss. Die ganzen Tiere, die wir essen, werden mit Sojapellets gefüttert. Sojapellets sind Omega-6 und östrogenfördernd. Das wiederum löst in unserem Körper einiges aus. Dann kommt das Trinkwasser dazu. Spülreste von der Pille sind ja so der Klassiker. Wir sind den ganzen Tag von Östrogen überschwemmt. Das bedeutet also, theoretisch hat ein Janimon recht, wenn er sagt, wir haben den ganzen Tag auch Östrogeneinfluss und deswegen sollte man von Anfang an sein Östrogen checken. Ich hätte jetzt gesagt, man braucht bei 250 Milligramm keins. Ich meine, es gibt auch hier Doktoren, die nur THT-Dosierung machen. Das sind 100 Milligramm alle 5 Tage oder so. Und selbst die verwenden schon Arimidex bei sehr viel. Sogar manchmal 1 Milligramm pro Tag. Das ist einfach in Ranges. Also, ja, also würden wir abschließend beantworten, check das Ganze mal beim Arzt. Vorher würde ich überhaupt nichts mit Medikation machen. Oh, ich wollte gerade sagen, weil man muss auch bedenken, das sind ja meistens immer Krebsmedikamente. Ne? Ja. Wobei man sagt, ne, das sind ja meistens, wenn Frauen Brustkrebs hatten oder sowas, damit das Östrogen gedrückt wird. Und bevor man sich ein Medikament nimmt, was für Krebs hier eigentlich ist, sollte man einfach mal zum Arzt gehen. Alleine nichts nehmen, ohne vorher mit dem Arzt das zu klären. Blutbild ist das Wichtigste von allen. Okay, man muss auch sagen, so mit Arzt klären, die meisten Ärzte, die geben einem auch dann eine Abfuhr oder so. Da muss man einfach auch manchmal sagen, so, ich mache das auf eigene Faust, aber ich lasse mir wenigstens vom Arzt das Blut mitmachen. Und
dann kann ich mich selber einlesen. Also das ist ganz wichtig, dass man sich da selber auch weiterbildet. Selbst wenn der Arzt sagt, so lass es einfach. Genau. Ja, was auch falsch wird. Finde ich gut. Magst du mal noch was sagen? Also ich persönlich als Powerlifter habe da ein bisschen andere Meinung, was generell das Östrogenblocker angeht. Ich persönlich verwende keinen. Sie drückt bei mir mal ziemlich viel Wasser raus, was ziemlich auf die Gelenke geht. Ich merke, dass mir gut tut, wenn das leicht hochgeht. Und außerdem ist es ja, etwas besser, wenn du mehr Wasser in deiner Muskulatur hältst, weil du einfach ein bisschen mehr Power dabei hast. Also als Powerlifter ist es nochmal ein bisschen andere Sache als als Bodybuilder. Mehr Wasser heißt nicht so verletzungsanfällig. Genau. Eine Frage, die noch sehr wichtig ist, ist Max Natural? Klar, natürlich. Also, gib mal jeder einen Tipp ab, ist Max Natural? Definitiv. Also, ihr könnt die Fragen natürlich alle stellen, aber so manche sind halt schon, ja. Ich nehme mal noch eine andere, die war ganz lustig, die habe ich in der Nacht bekommen. Das ist ja okay, oh Gott. Was soll ich beachten, bevor ich anfange zu stoffen? Das ist ja, Grundmasse, halt schon eine gute Routine von Ernährung und Training so. Also wenn jetzt noch keine Trainingsroutine oder die Routine von Essen da ist, würde ich es noch nicht machen. Und das sind so die zwei wichtigsten Sachen. Die meisten Leute sind im jungen Alter gesund, deshalb würde ich jetzt kein Blutbild unbedingt machen müssen. Das sind so die zwei wichtigsten Sachen wirklich. Niedriger Körperfettanteil. Das zu meinen auch. Ja, damit du nicht zu viel Östrogen halten wirst, Aromatase anfällig wirst, bla bla bla. Ich finde einen niedrigen KFA relativ wichtig. Ja. Das ist eigentlich eine relativ gute Sache. Willst du noch was hinzufügen? Also ich persönlich habe meine erste Kur nach der GmbF, also nach meinem ersten Wettkampf angefangen. Direkt ja, drei Tage danach, gebe ich offen zu. Ich finde das ein ganz guter Ansatz, weil du eben, wie Mike gerade schon gesagt hat, einen sehr niedrigen Körperfettanteil hattest. Du nimmst den Rebound, der Diät mit. Ja? Du hast auf jeden Fall auch schon mal genügend Trainingserfahrung, weil du eben halt einen Wettkampf mitgemacht hast, bei dem du natürlich auch versuchst mitzuhalten. Ja? Also das ist natürlich auch schon eine Voraussetzung. Ich persönlich würde es nicht machen, wenn ich einfach überhaupt kein Potenzial hätte, aber das kann ich auch nicht mal. Im Endeffekt, ja, jetzt kann jeder sagen, wenn du nicht auf die Bühne gehst, bla bla. Das kannst nur du entscheiden. Ja, genau. Das ist dein Leben, mach du, was du denkst. Ich finde, es sollte eine gewisse Qualität schon vorhanden sein. Die sollte einfach schon da sein, weil sonst ist es irgendwie die Leute, die mir sagen, ich fange dann morgen an, ich habe mir jetzt Trend geholt. Ja, so eine Qualität sollte da sein, niedriger Körperfettanteil, im besten Fall bist du auch noch gesund. Und dann hast du dir jetzt hoffentlich überlegt, weil wahrscheinlich wirst du dein ganzes Leben lang an der Nadel hängen. Ich sag's mal so, wie es ist. Weil wenn du eine Weile hochfährst, dann musst du dich wahrscheinlich mit dem Gedanken anfreunden, dass du danach die ganze Zeit zumindest eine Erhaltungsdosis fahren musst, für eine ganz lange Zeit oder für den Rest deines Lebens. Sei dir darüber im Klaren, was du da eigentlich machst, wofür du das tust, was du davon erwartest. Sei dir darüber wirklich im Klaren. Es ist kein Spielzeug. Und mit dem Schlusswort möchte ich mich herzlich bei euch bedanken. Das war eine coole Runde, machen wir vielleicht mal wieder, wenn alle Big Zoner in der Stadt sind. Ansonsten werde ich eure Instagram-Namen jetzt einblenden, deswegen kannst du mal ganz langsam von da springen. Das ist Kevin Butch lieber. Das ist Max Kleinwächter. Ich kenn dir doch. Das ist Janimon 10, aka Janimon. Und das ist Big Boy Salva. Wir sind alle Team Big Zone. Und wenn ihr Bock habt, dass wir sowas nochmal machen, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr weitere Fragen habt, das nächste Mal, schreibt sie schon mal rein. Aktiviert die Glocke, lasst mir ein Abo da. Ich freue mich mega. Bis zum nächsten Mal bei Iron Mike Bodybuilding.